Super, hallo. Wir bauen heute eine VR-Brille. Das ist eine Virtual Reality-Brille. Und zwar kann man mit dieser Brille, oder Cardboard genannt, ursprünglich von Google, 3D-Spiele vom Handy spielen. Beispielsweise gibt es das Moorhuhn, was am Handy, in der Handy-App via zwei Bilder dargestellt wird. Das kommt in die Brille rein und durch die zwei bikonvexen Linsen wird das Auge so geschult, dass sozusagen ein Bild, ein 3D-Effektbild zu sehen ist. Was man dazu braucht, wäre zum einen ein Plan, um das Ganze zu bauen. Das wäre ein Beispielsplan. Ein Stift oder zwei Stifte, ein Cutter zum Ausschneiden des Ganzen oder eine Schere, Klebeband und ein Tacker, wenn man möchte. Ganz wichtig ist aber auch, dass man diese Linsen sich besorgt. In kleinen Mengen sind sie relativ teuer, aber wenn man größere Mengen bestellt, kann man sie recht günstig erwerben, am besten online. Unser erster Schritt ist also, dass wir den Plan, den wir uns vorher ausgedruckt haben, ausschneiden und die einzelnen Teile vorbereiten. Wichtig ist, dass wir uns vorher kurz anschauen, wo man schneidet, wo geklebt wird und wo später gefaltet wird. Es gibt eher eine Legende. Haben wir das einmal ausgeschnitten, nehmen wir uns ein Stück Pappe und zeichnen diese einzelnen Teile noch einmal auf, um einen stärkeren Karton zu bekommen, den dann auch gegebenenfalls anzumalen. Sind wir damit fertig, schneiden wir den stärkeren Karton aus und erhalten die gleichen Teile noch einmal. Ganz wichtig dabei ist, ich habe gestern das Ganze einmal ausgeschnitten und habe einen relativ dicken Karton benutzt, wobei der Cutter recht Schwierigkeiten hatte, das zu schneiden. Deswegen habe ich heute noch mal ein neues angefertigt und einen feineren Karton hergenommen, der auch sehr stabil ist. Wenn wir dann die einzelnen Teile haben und die Linsen, machen wir uns daran, das Ganze zusammenzukleben. Haben wir alles zusammengeklebt, würde das Ganze dann ungefähr so ausschauen. Also das ist jetzt ein anderes. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Geduld können wir das Ganze fertigstellen und auch in unsere neue Brille wiederum das Smartphone einlegen und anfangen. Man muss sicherlich eine Stunde Zeitaufwand einplanen. Bei diesem Plan von meinem Guckkasten ist noch wichtig anzumerken, ich habe das Ganze so ausprobiert. Allerdings fehlt hier unten beim Sichtfeld ein Teil, um es gut stabil einzubauen. Und zwar zwei Laschen, die man weiterhin mit einsetzt. Und zwar wäre das ist die Befestigung hier unten, die in diesem Modell nicht befestigt sind. Und wenn man dazu gewalttätig mit umgeht oder ein bisschen härter draufdrückt, dann wölbt sich das. Und hier selbst bei der ist zu sehen, dass es unten befestigt ist. Und das kann man damit erreichen, dass man diesen Plan modifiziert und einfach zwei extra Laschen ranbaut. Des Weiteren braucht man schon ein bisschen Platz, wie man auch hier sieht. Also jedes Kind, was mitmacht, braucht einen Arbeitsplatz. Und für die Apps, die man dann später benutzen kann, gibt es einige wenige für Android und iOS. Eine zweite Möglichkeit bei den Linsen einbauen, man kann es zum einen kleben oder man könnte es festtackern. Genau, mit dem Tacker. Die Linse dazwischen festhalten. Damit verhindert man, dass man mit dem Klebeband über die Linse kommt.
und die Linse hält bombensicher. Okay, hier haben wir eine Rollercoaster-App und zwar kann man das Rollercoaster, also Achterbahnfahren, live miterleben, indem man ja, freie Sicht auf die ganze Umgebung hat, also nach oben, selbst nach unten durch die Schienen durch und rechts und links, was die ganze ja, Achterbahnwelt hier ausmacht. Das heißt, man fühlt sich auch ja, körperlich in dieser Achterbahn drin, obwohl man eigentlich auf einem Stuhl sitzt. Im Play Store oder im iTunes Store, App Store, schaut man nach VR-Spielen, also Virtual Reality-Spielen, und findet eine ganze Auswahl an unterschiedlichen Apps dafür.